So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe. Jetzt gehen wir an die Plankton-Verteidigung. Ich habe es probiert ohne Fallen, ohne alles, aber es ist nicht zu machen. Also wir gehen jetzt einfach mal definitiv rein, aber ohne Fallen, ohne Verteidigung ist es doch nicht möglich. Also da hatte Dori auf jeden Fall recht, es ist zu hart. Ich hoffe jetzt mal, da ich Fallen hingestellt habe und alles, ein bisschen was drumherum gebaut habe, dass es jetzt reicht. Wenn ich mal rein darf. So, ich werde jetzt auch mal ausprobieren, das zwischendurch mit dem Livestream zu verbinden. Heißt, ich streame und nehme daraus auch das Video auf. Ich versuche halt einfach mal zu gucken, ob es geht. Ich hoffe es. Ich habe eben mal ein ganz kurzes Video gemacht, weil klar, ich will den Livestream ja kein Blödsinn machen. Gucken, ob es funktioniert. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich Abozeit. Also wie gesagt, bei 40 Abos gebe ich die vierte Zahl bekannt von dem nächsten Paysafe-Code. Also in dem Sinne, Abo da lassen, Like da lassen. Ist halt ein Geben und Nehmen. So. Ach komm, so groß ist mein Sturmschild ja auch nicht. So, ich war noch bis heute Nacht, was weiß ich, wann ich ins Bett, um 2:30. Erstmal noch jede Menge Materialien gefarmt. Das war so nervig. So. Schauen wir jetzt mal. Eigentlich müsste soweit alles passen. Ich habe auch einfach mal irgendwelche Fallen hingeknallt. Also ich hatte halt die Reifen, das ist das Einzige, was ich für die Decke habe, was halt ein bisschen besser ist. Dass es da bessere Lösungen gibt, weiß ich, aber ich halt nur mal so. So. Schauen wir mal. Jetzt hoffe ich schon, dass ziemlich schnell einer dabei kommt. Weil das letzte Mal musste ich, glaube ich, 5 Minuten warten. Weil alleine will ich es jetzt echt nicht probieren. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu crazy. Dafür bin ich einfach nicht stark genug. Und so stark vertraue ich dann meiner Base dann auch wieder nicht. Aber wenn ich so manche sehe, was die da für Festungen hingeknallt haben, das ist ja echt zu heftig, ganz ehrlich. Und wie gesagt, wenn ihr mal gucken wollt, wie das genau funktioniert mit dem Gewinnspiel, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist auch das Video verlinkt, wie man das am besten machen kann, beziehungsweise wie ich das vorhabe. Dann hoffe ich nur, dass hier mal endlich einer reinkommt. Ja, wie ihr seht, hier habe ich halt fast noch gar nichts. Hier habe ich nur den Boden, die Wände, aber Deckel schon mal überhaupt nichts. Ich hoffe halt echt, dass hier jetzt mal bald einer kommt. Ja, ihr seht ja, hier habe ich zufällig noch was in der Mission gefunden. Gerade noch schnell hingeknallt. Ah, der erste ist da. So, das sieht doch gut aus. So, erstmal stumm stellen. Oh Gott, was für hohe Level kommen denn hier rein? Da bin ich ein ganz, ganz armes Licht. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht genau, wo hier alles herkommt. Von daher. Weil selbst Sturmschild ist ja eine eigene Physik für sich, ey. Ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, also was es da für Sachen gibt, das ist ja geisteskrank. Beziehungsweise ich denke mal, wenn man sich durchgefuchst hat, ist es ganz simpel. Aber allein, was hier Materialien drauf geht. Gut, hier habe ich auch nur die Rentner
weiter ausgebaut und den Kern, glaube ich. Hallo? Irgendwas hat er hingeworfen. Oder er war so oben. Puh, jetzt hoffe ich, dass das passt, ey. Weil man muss ja das Sturmschild machen, um die nächsten Missionen machen zu können. Deshalb habe ich immer versucht, das ein bisschen zu umgehen. Aber jetzt muss ich halt wirklich bauen. So, der vierte ist jetzt auch da. Schauen wir schon mal direkt einen Bär hin. Aber das Problem war auch, wo ich das Solo probiere, also was heißt Solo, aber ohne Fallen, da hatte ich auch einen dabei, der war Level 15. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt mit in die Suche kam. Okay, das sieht hier ziemlich easy aus, weil die Leute, die dabei sind, ziemlich fit sind. Die sind alle höher als ich, außer der eine, weil der ist nur Level 50 hochskaliert. So werde ich natürlich auch nicht gerade sehen, ob meine Festung jetzt fallensicher ist oder nicht. Aber ich weiß ja selber, da kann noch eine, hier kann noch was sehen. Und die Fallen an sich sind ja auch noch nicht High Level, sag ich jetzt mal. Nein, nicht verlassen. Hallo, kann ich mal mein Dings hier hinsetzen? Die sind schon wieder so stark, dass ich überhaupt keinen Schaden machen kann. Das ist ja unglaublich. Hey, wo willst du denn hin? Dass da oben irgendwas Größeres ist. Ja. Dann, bam, bam. Wie gesagt, das hier sind auch die zwei Waffen von Dori, die ich geschenkt bekommen habe. Okay, die ist echt stark. Bam, bam, bam. Ja, die interessieren sich überhaupt nicht für mich. Aber wenn ich das hier gerade sehe, müsste eigentlich hier noch was hinmachen. Das mache ich auch gerade. Jetzt vergesse ich es nämlich wieder. Und man weiß ja selber, man will irgendwas machen und dann macht man es doch nicht. Immer schön von hinten die Ehre nehmen. Ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, hätte ich es auch ohne Fallen geschafft, wenn ich stärkere Mitspieler gehabt hätte. Man sieht ja, die kommen ja nicht einmal vor die Basis. Essen, guck einfach in der Videobeschreibung, da ist ein extra Video zu da. Aber kannst du eigentlich schon daran erkennen, dass unten Paysafe-Code steht mit Fragezeichen. Und die vierte Zahl kommt dann dabei, wenn wir die 40 Abonnenten geknackt haben. Und die fünfte bei 50 und so weiter. Ach, die kommt von hier. Quasi, desto größer ich werde, desto mehr gibt es für euch zu gewinnen.
Und es gibt halt keine Verlosung oder so in dem Sinne, sondern ihr könnt halt 24/7 den Code knacken. Also da wird immer ein Code stehen. So in dem Sinne habe ich es bei YouTube noch nicht gesehen und ich meine, klar, jetzt sind es in Anführungszeichen nur 10 Euro, aber wenn ich größer werde, kann man auch mal 20, 30. Schauen wir da mal. Bin ja noch ein kleiner. Ich schon, dass es hier auch alles mit der Aufnahme klappt, ey. Mein Livestream funktioniert, aber ob die Aufnahme jetzt vom Video klappt, weiß ich nicht wirklich. Aber ja, Moment, hier locken wir die runter oder? Na, ich will denen jetzt nicht unbedingt eine Rampe bauen. Komm genau wie ich es mir gedacht habe, genau so dämlich von da. Und weg damit. Ist ja voll der dämliche Spot eigentlich. Die kommen ja alle konzentriert daher. Muss man eigentlich hier nur den Weg voll pflastern mit Fallen. Ja, stimmt, wo ich jetzt hier stehe, das war in der alten Verteidigung, kamen die auch schon von hier. So denn, oder ist schon weg? Ich sag ja so, es ist easy, wenn du die richtige Gruppe dabei hast. Auf jeden Fall schon mal Dank an die komplette Gruppe. Hätte ich die gestern gehabt, gestern Abend, hätte ich die Aufnahme schon fertig gehabt und hätte weiter sein können, was die Mission betrifft. Aber so haben wir jetzt wenigstens mal eine Grundbasis. Und dann kann ich ja immer noch was verändern, sag ich jetzt mal. Hallo, fest. Warum backe ich denn hier fest? Mann, Mann, Mann. Ist hier einer verlaufen? Nein. Auf jeden Fall schon mal danke fürs Abo. Tja, dann würde ich mal sagen, GG. Es kam nicht ein einziger hierhin. Keiner. Ach, hier haben sie mir die Decke weggehauen. Achso, das bringt ja nichts jetzt. So. Ich bin trockenen Hals heute Morgen. Vor allem die anderen zwei haben wir nicht mal richtig reingehauen. Also mit einer vernünftigen Gruppe ist es natürlich deutlich einfacher. Dann
da ich ja ein paar Tage jetzt wirklich nur Battle Royale aufgenommen habe, sind natürlich ein paar Lamas da geblieben. Das bedeutet ein kleines Backopening. Ach, sehe gerade selber, ich habe meinen eigenen Stream auf YouTube noch laufen. Brauche ich nämlich eigentlich nicht, weil nur Datenverbrauch ohne Ende. So, glaube schon. Jetzt hoffe ich halt nur, dass das mit der Aufnahme gleich alles reibungslos geklappt hat. Das war das nämlich hier alles für die Katze. So. Ja, holt mal gerne mit. Holt man sowieso gerne mit. Dann schon lass mal dann. Ja. Bam, 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 was ist hier oben los? Wer will was von mir? Oh. Wieso komme ich da wieder nicht hin? Ach, manchmal. Manchmal ist schon komisch. So, Ressourcen, die drei Lamas. So, jetzt haben wir einiges zum Öffnen. Wir sagen direkt alle öffnen. So, ich brauche auf jeden Fall Überlebende, nachdem ich alle rausgeschmissen habe, ich Idiot. Ja, genau. Nein, kein Held, ich brauche Überlebende. Schmeckt. Ich verteidige ja Überlebende. Dann kriege ich natürlich mal ein Upgrade. Aber da wäre eine Deckenfalle, aber die lassen wir da. Irgendwann wird in einem Shop schon eine bessere Deckenfalle kommen. Und dann werde ich die halt komplett ausbauen. Ja, Tickets sind immer gut. Oh. Kommt noch mal auf Gold? Natürlich nicht. Auch nicht Held. Nee, Überlebende brauche ich. Mann, Mann, Mann. So, das waren die Lamas. Lösen wir die mal gerade ein. Da werde ich wahrscheinlich eh wieder kein Glück haben. Na gut. Ich habe doch alle drei gedrückt. Na, dann machen wir das einzeln. Auch gut. Ah, da wird nichts drin sein. Ja. So, dann haben wir da schon noch eins. Ja, wenn das mit Silber wird oder Gold, braucht man die eigentlich sich gar nicht angucken, weil da ist wirklich nichts drin. Sieht man ja. 700 EP und ein grauer Verteidiger Level 1. So, lassen wir mal gleich. Was heißt gleich? Jetzt. So. Bitte, bitte. Einmal. Zweimal. Ich glaube, golden ist das Größte, gell? Größer geht's nicht. Weil soll wahrscheinlich gegen legendär. Oh, brauche ich nicht. No. Ja. Ach, jetzt kommt es wieder. Gut, nehmen wir die. Habe ich beides noch nicht. Die sieht irgendwie besser aus. Vom Bauchgefühl her nehme ich die. Ich glaube ich auch noch nicht. Oh, wieder ein Schwert. Komm bitte was Vernünftiges. Ich brauche halt Fallen. Weil legendäre Nahkampfwaffen habe ich jetzt schon reichlich. Bitte Deckenfalle. Dankeschön. Und jetzt bitte nicht die Autoreifen. Nicht die Autoreifen. Ja. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Bam,
Ich kann selber überlegen, was haben die meisten gemacht? Gas oder Decke? Decken, Sapper. Scheiße, ich glaube, ich werde es bereuen, egal wie ich es jetzt mache. Man kann auch nicht Stats angucken, gar nichts. Ach nein. Ich weiß nicht, das Gas steht, glaube ich, länger. Ich nehme jetzt Gas. Ich habe es einfach logisch gedacht, weil wenn man Gas hat, das bleibt noch ein Stück stehen. Und deshalb nehme ich das, weil es eventuell länger Schaden machen kann als so ein Deckensapper. So, dann schauen wir direkt mal. So, Sing. So, Skizzen. Da ist schon mal die Deckenfälle, das ist schon mal sehr gut. Ah, kann schon auf jeden Fall wieder weg. So, zack. Ich weiß gar nicht, was ich das. Ach, das war bestimmt, wo ich die ganzen Sachen gefarmt habe, in Anführungszeichen, wo ich das dann als Belohnung bekommen habe. Aber lilane Sachen kann ich da eigentlich auch safe weggeben, außer halt die Gründerpistole, oder? Eigentlich ja, würde ich jetzt behaupten. Ich mach's jetzt einfach mal da rein. So, das auch zur Sammlung. Sonst war hier glaube ich nichts, außer die Falle. So, haben wir jetzt wieder 9500. Die zwei haben wir jetzt voll. Jetzt wollte ich eigentlich dann die Deckenfalle dann mit hochholen. Wo ist sie denn? Fallbaum ist eigentlich hier drin. Ach, weil der nicht stinkt, ist deshalb. Sammlung. Nein. Das ist halt die Frage, mache ich mir die? Ich denke mal, obwohl eigentlich ist es egal, ich kann die auch wieder verwerten. Oder zur Sammlung, da kriege ich den Kram ja auch wieder. Von daher ist es ja bei, hier ist es ja nie ein Problem. Man kriegt immer seine Sachen eigentlich wieder, was man da reingesteckt hat. Was eigentlich voll in Ordnung ist, finde ich. Ich wollte gerade sagen, ist doch die Denkfalle, das sah gerade aus von der Seite wie. Ach, wie heißt dieses Ding? Wo. Na, sag schon. Dieses Lichtblitzgedönster. So. Überlebende. Ja, ich weiß, hier muss ich noch einiges machen, aber ich bin noch am Sammeln. Aber Blitzlevel steigt ja doch langsam. Ich weiß, man soll es nicht automatisch machen lassen, aber. Ich halt so. So. Gehen wir gerade noch ein bisschen leveln. Ich denke mal auch, dass mein Sternblitzlevel deutlich höher sein könnte, aber ich habe dann noch keine richtige Lösung gefunden, was hier wirklich zusammenpasst. Also, weil ich einfach zu wenig Auswahl habe. So, Verteidiger, haben wir sie doppelt, ab in die Sammlung. Ich habe in der Sammlung immer noch nichts bekommen, was V-Bucks betrifft. So, ja, die haben wir ja eigentlich auch schon. Ihn haben wir auch. Ach, mit den Grauen kann ich eh nichts machen. Zack. Zack. Dann bababam. Den kann ich eigentlich auch nicht bekommen. Eigentlich könnte ich die alle drei weg. Ja, Marsch jetzt mal. Zu Ende der Geiz. Zack. Zack. So. Hier habe ich mir jetzt angewöhnt, jetzt doch mal wieder welche zu behalten, außer die ich wirklich doppelt hier drin habe.
Wegen meinem Helden. Ich brauche ja da immer für andere auch noch welche. Also für das Heldenteam an sich. Aber das habe ich jetzt erstmal durch so ein bisschen Videos gucken rausgefunden. Deshalb muss ich da auch erstmal ein wenig warten. So, dann würde ich sagen, denke ich mal, müsste es das eigentlich gewesen sein. So, wie gesagt, nächste Aufgabe ist dann Biberbunker. Aber wie ihr gesehen habt, es ist immer noch machbar, ohne irgendwelche Fallen hinzustellen bei der Plankatonverteidigung Nummer 4. Also in dem Sinne, haut rein.